Herzlich willkommen zu meinem nächsten kleinen Videotool. Und zwar habe ich mich heute mal mit Farmville Harvest auch auseinandergesetzt, auf großen Wunsch von euch. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr euren Münzstand und euren Diamantenstand mit dem CE etwas erhöhen könnt. Wie ihr seht, habe ich hier schon gecheatet. Leider ist mir das Video dann abgestürzt, beziehungsweise hatte ich ein Flash im Spiel. Aber wie ihr seht, habe ich die Münzen schon mal auf 999.000 hochgejagt. Und das gleiche werden wir jetzt auch nochmal mit den Diamanten machen, aber ich möchte euch erstmal zeigen, wie ich das mit den Münzen gemacht habe. Zuerst braucht ihr euren Taschenrechner dazu und ich habe ein kleines Textdokument vorbereitet. Der alte Münzstand dieser Spielerin war 2394. Das nehme ich jetzt als Beispielwert. Ihr nehmt euren aktuellen Münzstand, der hier im Spiel drin steht, und gebt ihr den einfach in den Taschenrechner ein. Ich nehme jetzt also das Beispiel von 2394. Dann multipliziert ihr diese ganze Zahl mal 8. Da kommt ihr auf ein Ergebnis. Zu diesem Ergebnis addiert ihr jetzt noch 6 hinzu, also plus 6. Das ist der Wert, den ihr jetzt für den CE braucht. Den starten wir mal. Wir suchen uns unseren Prozessor. Ihr lasst bitte die Einstellungen alle so, wie sie beim Öffnen vorgegeben sind. Ihr bleibt bei 4 Bytes, ihr bleibt bei Exact Value. Und ihr gebt jetzt hier an der Stelle eure errechnete Zahl aus dem Taschenrechner ein. Nicht meine, eure. In meinem Fall ist es die 19158. Wir klicken auf First Scan. Ich klicke auf das erste und markiere alle. Ich mache es mit Steuerung A. Über den roten Pfeil holen wir sie alle nach unten. Ich klicke wieder auf das erste und markiere dann wiederum alle mit Steuerung A. Rechter Mausklick, wir gehen auf Change Record und gehen auf Value und ersetzen jetzt diese Zahl durch eine Zahl bestehend aus einer 7, 5 mal der 9 und einmal der 8. Ich kopiere das jetzt und setze es hier ein. An der Stelle klickt ihr jetzt bitte auf OK, ich kann es jetzt nicht tun. Geht zurück in euer Spiel, startet euer Level und spielt einmal euer Level durch, egal ob ihr gewinnt oder verliert. Danach geht ihr zurück in eure Stadt und dann sollte sich euer Münzwert genauso erhöht haben wie hier bei diesem Beispiel. Kümmern wir uns mal um die Diamanten, das ist das ähnliche Spiel. Ich gehe mal zurück in den CE und mache mal hier alles wieder rückgängig. Und sag schon mal, wir gehen auf einen neuen Scan. Wir brauchen wieder den Taschenrechner. Ich lösche den alten Wert. Und zwar hat die Spielerin hier 29 Diamanten. Ich gebe die Zahl 29 ein. Ihr gebt natürlich euren Stand ein, aber eins müsst ihr wissen. Ihr müsst mindestens 7 Diamanten haben. Warum, das erkläre ich euch dann. Ich habe die Zahl 29 eingegeben. Ich multipliziere diese Zahl wieder mal 8. Komme somit auf einen Wert und addiere zu diesem Wert wiederum plus 6 hinzu. Und komme auf eine Zahl von 238. Wir gehen zurück zum CE und wir geben jetzt an dieser Stelle 238 ein. Wir klicken auf First Scan und lassen das jetzt bitte einfach nur mal so stehen. Die Zahl lösche ich jetzt schon mal. Wir gehen ins Spiel, starten das entsprechende Level und ich klicke jetzt einmal auf dieses 5 Zusatzzüge und möchte sie kaufen für 6 Diamanten. Dadurch wird sich eure Zahl der Diamanten um 6 reduzieren. Das ist wichtig für euch, weil ihr das wissen müsst, die zweite Zahl nachher. Also 29 minus 6 sind dann bei mir 23, das werdet ihr gleich sehen. Ich kaufe diese 6 Diamanten und wie ihr seht, habe ich jetzt nur noch 23 Diamanten. Wir gehen zurück zu unserem Taschenrechner. Ich mache das mal hier zu, damit es besser zu sehen ist.
Sie hat jetzt noch 23 Diamanten. Ich gebe die 23, die neue Zahl also, eure alte Zahl minus 6 ein. Hier habe ich es auch nochmal dargestellt. 29 waren es vorher, 6 Dias sind abgezogen, bleiben 23 übrig. Ich multipliziere diese Zahl wieder mal 8, komme auf eine Zahl und zu dieser Zahl addiere ich wiederum plus 6 hinzu. Komme auf einen Wert von 190. Wir gehen zurück zum CE. Wir haben das ja stehen gelassen. Wir geben jetzt einfach den neuen Wert ein. Bei mir ist es die 190. Wir klicken jetzt bitte nicht auf New Scan, sondern wir klicken bitte jetzt auf Next Scan. Jetzt gibt es zwei unterschiedliche Varianten. Es kann sein, dass bei euch hier zwei Werte stehen. Sollte normalerweise. Bei mir steht komischerweise hier in dem Falle nur einer. Habt ihr zwei Werte, klickt ihr bitte wieder auf den ersten, macht Steuerung A, markiert beide Werte und holt sie mit der Maus nach unten. Ich habe jetzt nur einen. Mache das jetzt also auch nur mit einem. Wenn ihr die jetzt unten habt, markiert ihr wieder den ersten. Wenn ihr mehrere Werte habt, dann wieder bitte mit Steuerung A und alle. Wir gehen jetzt wieder rechter Mausklick auf Change Record und auf Value. In dem Falle, im optimalen Falle, öffnet sich bei euch wieder das Fenster und ihr könnt auf die Zahl austauschen, die in dem Fenster steht. Bei mir ist es nicht, bei mir steht die Zahl hier unten. Ich ersetze sie jetzt manuell und zwar wieder dieselbe Zahl wie vorhin, einmal die 7, 5 mal die 9 und einmal die 8. Ich kopiere mir das jetzt. Habt ihr die Zahl in eurem Kasten, wo ihr es tauschen, kopiert ihr rein und klickt auf OK. Ich mache das jetzt in dem Fall hier direkt in der roten Zahl. Ersetze diese Zahl, drücke Enter, damit sie schwarz ist. Gehe jetzt wieder in mein Level, drücke noch einmal auf Kaufen und spiele das Spiel jetzt einfach mal durch. Völlig egal, ich achte auf gar nichts. Völlig egal, ob ihr gewinnt oder verliert, einfach mal durchziehen. Ich habe verloren, wie traurig, aber ihr seht, ich habe jetzt 999.999 Diamanten und kann jetzt also munter drauf loslegen.
Ich hoffe, ihr konntet es nachvollziehen, auch wenn es nicht ganz hundertprozentig geklappt hat. Wichtig ist einfach nur, jetzt zeigt er mir wieder nur 23 an. Okay, dann starten wir das Spiel einfach nochmal neu, damit ihr mir das auch glaubt. Wir haben das Spiel neu gestartet und ihr seht, es hat alles funktioniert. Ihr habt jetzt reichlich Diamanten, wir haben reichlich Münzen und ihr müsst keine Sorgen haben, mehr das nächste Level oder euch krampfhaft an einem Level festzuhalten. Ihr könnt das alles nutzen. Aber wie gesagt, wichtig ist, ihr braucht mindestens 7 Diamanten, um die Diamanten zu cheaten. Ansonsten funktioniert das nicht. Ich wünsche euch viel Spaß, ich hoffe, es hat euch geholfen und sage dann einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.